Hi Leute, ja, es ist soweit. Ein Monat ist vorbei, der Februar ist durch und hier kommen die News. Und weil es wirklich richtig viel ist, beginne ich auch gleich und will gar nicht so viel quatschen. Wir waren auf der Taktika, die in Hamburg war. Da habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier. Haben auch viele sich angeguckt, weil die Hamburger, also die Hamburg-Taktika, ich finde die einfach cool. Und da haben wir auch ein paar Sachen gekauft. Ich fange auch gleich damit an. Und zwar haben wir hier zwei Boxen gekauft, ja, die reiner Tabletop sind. Also sind zwei Elementarboxen, einmal Feuer, einmal Wind. Und die Miniaturen sind aus Resin. Mir gefällt es richtig gut. Also nicht nur, dass man wirklich wunderschöne Miniaturen hat. Also hier sieht man es ja kaum, hier schon. Hier hinten kann ich euch leider auch nichts zeigen. Ich habe die aber schon entgratet. Also ihr werdet die auf jeden Fall bald sehen, wenn ich sie bemalt habe. Also wer da Interesse hat, sollte mal bei www.neverrealm.de reinschauen. Da gibt es auch die deutschen Regeln. Und ja, schaut da einfach rein. Ich habe dann auch gleich noch, also für diese Boxen, das sind also zwei Gruppierungen, gibt es noch eine Erweiterung, ich glaube eine Miniatur jeweils, aber die haben wir dann nicht mitgenommen, weil die Boxen halt auch schon recht teuer waren. Hier uns noch zwei, auch von ihnen, ja, so Marker gekauft, die Kristallmarker, die braucht man halt fürs Spiel, deswegen haben wir gesagt, ach komm, dann nehmen wir die auch noch mit. Und dann hätte man auch noch Tore kaufen können, aber da war dann irgendwann unser Budget auch ein bisschen so geschröpft, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das anders. Wir nehmen hier zwei so eine, ich hoffe, ihr könnt das sehen, so, oder ich packe die mal aus. Das sind so Säulen. Ja. Sieht man das? Ich hoffe. Und die stellen sozusagen unsere Tore da. Die waren halt nicht so teuer und da habe ich auch gesagt, komm, lass uns die mal mitnehmen. Die kann man halt auch für Freebooters Fate oder für andere Spielsysteme ganz gut nutzen, für Volsung. Das werdet ihr aber gleich alles mitbekommen, was wir gekauft haben und dementsprechend kann man das dann für nicht nur für ein Spiel einsetzen. Ja, dann haben wir hier zu Volsung eine ganze Menge vom Tabletop Insider. Die haben dann halt auch mal so Angebote, was man hier so ein bisschen günstiger noch kaufen kann. Habe ich mein Abo verlängert und dadurch haben wir dann halt hier solche coolen Geländesachen bekommen. Muss man natürlich zusammenbauen. Heißt aber auch, ich muss die erstmal auspacken, weil sie stinken wie die Hölle. Das ist lasergecuttetes Holz. Und ja, die muss man, also mache ich immer so, ich lege die wirklich eine Woche draußen zur frischen Luft. Wenn ich die ausgepackt habe, dann verlieren die ihren Geruch und dann kann man die auch bauen und basteln und ich, mit Sicherheit zeige ich euch das, weil Volsung steht, oh, ich habe es euch falsch rum gezeigt, ne? Cool. Dann nochmal, für euch nochmal gerade. Die benutzen wir für Volsung. Volsung ist auch ein ganz cooles System, was mir ganz gut gefällt, wo wir auch ein paar Miniaturen schon angemalt haben, aber immer noch nicht dazu gekommen, die fertig zu werden. Weil es ist auch ein Tabletop. Und ja, da ist so viel coole Action. Ich hoffe, ich kann euch das mal irgendwann zeigen, weil vor einem Jahr haben wir uns nochmal Volsung-Sachen geholt und die sind immer noch nicht fertig. Die Gebäude habe ich schon gebaut. Die Miniaturen anzumalen, komme ich einfach nicht dazu. Keine Ahnung warum. Na, vielleicht schon. Ja, das dazu. Dann haben wir bei Freebooters Fate, das möchte ich euch auch mal zeigen, gibt es so Kartensets für die neue Version, denn es gibt halt nicht, die erste Version ist jetzt abgelöst von der zweiten und da haben sie halt Kartensets, die man sich kaufen kann. Da haben wir halt, ja, die sehen dann so aus, dass halt neue Karten drin sind. Wir haben halt von Freebooters Fate fast alles an Miniaturen und da ich ja jetzt auch mit den Jugendlichen in zwei Wochen anfange, genau zwei Wochen, Freebooters Fate Platten zu bauen, anzufangen, Miniaturen zu bemalen, ihnen das beizubringen, freue ich mich auch richtig drauf, weil ich kann dann nebenbei meine Miniaturen machen, also nicht von zu Hause, sondern habe mir auch eine Box geholt, die Söldner, die ja, male ich dann nebenbei an und helfe den anderen und dann können sie die auch einsetzen zum Spielen. Ja, so der Plan und deswegen, da hatte meine Freundin dann gleich gesagt, Mensch, also
Die müssen wir auch noch kaufen. Die zeige ich euch jetzt. Weil wir so viel haben, ist es auch schwierig, jetzt eine Starterbox nochmal zu kaufen. Meine Freundin hätte das gerne gemacht, aber ich habe gesagt, also die haben wir und die haben wir und die haben wir. Wenn du willst, können wir die gleich spielen. Ich hatte das auch nicht so auf dem Plan, dass sie irgendwie gerne Freebooters spielt. Ja? Also das war vor einem Jahr mal so, dass wir eine Runde gespielt haben und dann kam es nicht mehr auf den Tisch. Sie hat aber gesagt, ihr macht das richtig viel Spaß. Deswegen wird es auf jeden Fall auf dem Kanal wieder erscheinen. Ihr könnt mal reingucken. Hier haben wir Corvana. Das ist so eine Lady mit einem Raben, glaube ich. Das ist ganz cool. Dann habe ich den Milagrosa geholt, weil den fand ich wirklich richtig cool. Der gefällt mir echt gut. Und den Pestdoktor. Ja, und der Pestdoktor, der hat auch so eine kleine Geschichte. Letztes Jahr auf der Taktika habe ich mir den schon angeguckt und dachte mir so, ey, den will ich haben, aber wann soll ich den anmalen? Jetzt ist er bei. Aber ich, ja. So, dann haben wir noch für Nightfold haben wir bestellt, war jetzt nicht auf der Taktika, das haben wir so bekommen. Da habe ich mich dann ein bisschen getäuscht, ich habe irgendwie auf Englisch gedrückt, wollte aber die deutsche Version. Die haben sie dann nachgeschickt, deswegen kommt hier nochmal Zarbax-Gitze. Ja, nochmal hier in dem Kanal. Ist wirklich ein richtig cooles Spiel. Ich verlinke euch auch hier das Spiel. Dann könnt ihr nochmal reingucken, weil da habe ich es rezensiert und nochmal gezeigt, wie es funktioniert, weil es macht echt viel, viel Spaß. Und die Erweiterungen bringen immer neue Gruppierungen. Und diese Gruppe, die ändert man auch nicht. Also die Figuren bleiben so, wie sie sind. Man kann die Karten, die man benutzt, ändern. Und das macht halt auch richtig Spaß. Und damit kann man halt seine Gruppe auch ein bisschen aufwerten, verbessern und so weiter. Ist aber glückslastig, weil die Karten, die man zieht, ja, da weiß man nicht genau, wann kommt welche Karte, die man dann bräuchte. Und dann haben wir hier Dodoresk geschickt bekommen vom Tetrahedron, von Tetrahedron Games. Und das habe ich auch rezensiert. Das könnt ihr euch auch hier oben angucken. Verlinke ich auch hier drin. Und dann haben wir vom Schwerkraft Verlag Valeria, Königreich der Karten. Und zwar Schattental haben wir uns bestellt. Und ja, es ist halt wieder, man kann die Karten halt dazu nehmen. Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele neue Regeln oder so. Also man wertet einfach die Kartenstapel auf. Macht aber trotzdem viel Spaß. Also man spielt es so, finde ich, ein bisschen ab, dieses Valeria. Aber es ist jetzt mittlerweile auch wirklich so teuer geworden. Weil die Grundbox ist die Grundbox und dann kauft man und kauft man Erweiterungen, kleine Erweiterungen, große Erweiterungen. Muss man nicht, macht aber Spaß, weil dann hat man neue Karten, die man aufdeckt und neue Möglichkeiten, neue Bewohner und so weiter. Sehr cool, also mir gefällt's. Dann auf der Taktika, liegt hier auch noch rum, ein kleiner Planet, ja. Haben sie jetzt rausgebracht, einfach weil viele nicht die Zeit oder die Mühe aufwenden wollen, was zu bauen. Dann kann man die halt raufschmeißen auf die Platte, dann kann man halt rumfliegen und spielen und ja, hat man einen Planeten als. Aber meine Freundin wollte es gar nicht als Planeten haben, sondern als Mauspad. Tja, und deswegen haben wir es mitgenommen. Und dann haben wir vom Schwerkraft Verlag gekauft Klong in Space. Ein Deckbau-Abenteuer. Ja, und ihr wisst ja, Klong ist Nummer 1 unserer Lieblingsspiele. Und hier kommt Klong daher ja, im Weltraum. Ganz anders. Ich finde es wirklich cool. Es macht Spaß. Es ist auch ein bisschen anders. Also sie haben Regeln reingebracht, die halt sinnvoll sind, die kleine Änderungen bringen, aber wirklich halt gut sind. Ja, Klong in Space, echt schön. Wir haben es gespielt, war lustig und müssen wir auf jeden Fall bald mit mehreren spielen. Dann haben wir auch auf der Taktika Blackstone Fortress von Warhammer Quest gekauft. Es ist wirklich ein Riesenteil. Kostet um die 120, 125 Euro, hat 44 Miniaturen dabei, die wirklich sehr cool sind. Und, das ist wichtig, die Hauptcharaktere kann man halt auch beim Killteam verwenden oder bei Warhammer 40k im Allgemeinen. Hier kommt es als Dungeon Crawler daher für
ja, eigentlich 4 Leute, also man kann es auch zu 5 spielen, aber ich denke, zu viert macht es halt am meisten Sinn. Und ja, jetzt bin ich schon am Basteln, habe schon entgratet fleißig, ist wirklich ein Haufen Miniaturen und die dann alle anzumalen, das wird nicht so einfach, weil die sind auch wirklich detailreich und da muss man sich ein bisschen Mühe geben, damit es cool aussieht. Ja, ich guck mal rum, damit wir so ein bisschen das abarbeiten, weil es ist wirklich richtig viel. Wir haben dann vom Ronin Verlag noch, und zwar Singularity AI Apocalypse bekommen und die letzte Firewall. Das ist Band 2 und Band 3. Wir hatten ja den ersten Band schon gehört und waren super schwer begeistert. Ja, dann waren wir immer noch auf der Taktika. Ich habe das nicht so sortiert nach, was wir bei der Taktika gekauft haben oder nicht, sondern was wir spieltechnisch irgendwie reinbringen. Freebooters Fate Regelbuch, auch nur ganz kurz erklärt. Das ist halt wie gesagt die zweite Edition mit etwas abgeänderten neuen Regeln. Und ja, nun kommen wir zu einem großen Packen und zwar Coriolis. Ja, Rollenspiel vom Uhrwerk Verlag. Kostet einen Haufen Geld, 50 Euro, ist aber auch richtig knallevoll. Also wirklich, wir haben es nun gestern gespielt. Es sind hier 384 Seiten hat das ganze Ding. Mir ist es fast schon runtergefallen, weil es so schwer ist. Dazu haben sie dann gleich einen Spielleiterschirm geschickt. Also hatte ich angefragt, weil macht natürlich Sinn, wenn wir es testen und spielen, ist der Spielleiterschirm denn gut? Ja oder nein, eine Menge Zahlen, eine Menge Werte drauf. Und dazu haben wir dann auch noch die CD bekommen mit 7 Titeln, die echt ein schöner, stylischer Soundtrack ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Hat mir gut gefallen. Und noch Ikonenkarten. Bedeutet, man hat hier wirklich als Spielleiter noch die Möglichkeit, ein paar zusätzliche Sachen zu bekommen. Vereinfacht das Ganze, also manche Sachen auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall rezensieren, aber damit ihr seht, das ist ein ganzes Pack und hat es echt in sich. Das war's so. Jetzt Cut, Bücher und das dauert. So, als erstes fangen wir an mit Uhrwerk der Unsterblichen von Alexander Kopeinski. Ja, und worum geht's? Es ist vom Drachenmond Verlag. Das sieht man eigentlich gleich am Cover, finde ich. Denn das wird hier echt ordentlich krass gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin vom Drachenmond Verlag echt begeistert, was die Cover angeht. Ist der Hammer. Und zwar geht es hier irgendwie so darum, die. Also hier, ich lese mal kurz vor. Der letzte Sekundenschlag deiner Taschenuhr markiert den Zeitpunkt ab, dem du unsterblich bist. Ja, und das passiert irgendwie nicht bei jedem natürlich, aber für einige ist der Alterungsprozess dann irgendwann beendet und ja, der erlebt nun eigentlich seinen Rückzug, also er möchte eigentlich ganz in Ruhe leben und keine übernatürlichen Sachen mehr erleben. Aber es wäre ein langweiliges Buch, wenn es so bleiben würde und das, ja. Muss er mal wieder seine übernatürlichen Kräfte benutzen. Also ich finde das Buch wirklich wahnsinnig hübsch. Es ist schön gemacht. Ich denke auch, dass die Geschichte einfach richtig cool ist. Die Frage ist, wann ich es lese. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich geschenkt bekommen Primordia von Greg Beck. Und ja, ich liebe nun mal Dinosaurierbücher und hier kommt ein Dinosaurierbuch. Das so ein bisschen die Geschichte aufnimmt. Venezuela, Insel, Dinosaurier. Ja, und ich habe nur kurz mal reingelesen. Es geht eigentlich 1908 oder so los und da hat ja irgendjemand die Dinosaurier auch gefunden. Und dann springen wir nach 2018, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Entschuldigung. Ja, 2018.
Und ja, irgendein Verwandter. Mal gucken. Viel mehr habe ich nicht gelesen, aber ich denke, es wird jetzt wieder dazu führen, dass sie eine Expedition, er wird was finden oder so, wird auf jeden Fall eine Expedition in die Richtung machen und dann die Dinosaurier wieder entdecken. Und ich bin schon gespannt, warum und weshalb sie überlebt haben. Aber das ist mal eins. Dann habe ich noch eins bekommen, und zwar das schwarze Schiff von Philip P. Patterson. Und das ist ein ganz schöner Klopper. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so den Eindruck, das wiegt ein halbes Kilo, das Ding. Und ja, hier ganz einfach, es ist Captain Jeff Austin und seine Crew standen interstellaren Leerraum, nachdem ihr Bomber bei einem Einsatz schwer beschädigt wurde. Und jetzt finden sie ein Alienschiff, gehen an Bord und da geht's richtig ab. Ja, hier irgendwie nervenzerreißender SF, also Science Fiction Horror von Storyteller Award Gewinner Philip P. Patterson. Ich denke, das Ding ist richtig cool, hat hier aber auch eine gute Zahl von 460 Seiten. Aber Cover sieht einfach herrlich aus. Und dann haben wir hier, waren wir in Leipzig irgendwie am Anfang des Monats bei Freunden, und da waren wir im Buchladen, und da habe ich das hier gefunden. Und Doors habe ich ja nun zwei schon rezensiert. Hier ist es so ein, sind es diese 80 Seiten, ja, die in dem Buch auch drin stecken. Aber ich fand, das ist so schön gemacht, das kommt kostenlos, das gehört einfach zu der Reihe dazu. Wenn ich noch ein Plätzchen frei habe, verlinke ich Doors hier. Dann könnt ihr euch das anschauen. Dann haben wir Someone New, Laura Neidl. Und zwar, als Mika auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es kaum fassen. Es ist der Junge, ja, der den Job wegen ihr verloren hat. Und sie fühlt sich irgendwie aber trotzdem zu dem hingezogen. Und er blockt aber komplett. Er will überhaupt nichts von ihr hören oder sehen. Und ja, sie kriegt aber mit, dass es nicht nur an ihr liegt, sondern an allen. Er blockt überhaupt, und irgendein dunkles Geheimnis hat er. Ja. Hier unten, das fand ich halt einfach interessant, ein absolutes Must-Read, das ich am liebsten in jedes Regal der Welt stellen möchte. Someone New ist romantisch, ehrlich, authentisch und so wichtig. Ja, also, wen es da interessiert, der sollte auf jeden Fall mal reinlesen. Ich finde es auch interessant. Ja. Aber zu dick, um dass ich die Zeit hätte, es so schnell zu lesen und dann zu rezensieren wahrscheinlich. Dann waren wir immer noch in Leipzig und haben halt mal nach den Büchern geguckt, die uns so gefallen. Hatten auch gar nicht so viel Zeit. Und ich und meine Freundin haben dieses wunderschöne Buch rausgesucht. Wir hatten es beide in der Hand. Und zwar Davor heißt es, von Niki Singer. Und es sieht einfach cool aus. Rückseite. Genau. Also es macht wirklich Laune. Aber man steht auch so ein bisschen davor, weil das Ganze kostet 19 Euro. Ist jetzt nicht ganz so ein fetter Burner, also so um die 380 Seiten. Und ja, man weiß eigentlich überhaupt nichts, weil es steht nichts da, worum es geht. Davor, relativ einfach. Endzeit, es gibt ein Mädchen, die hat einen Revolver und zieht durch die Lande, um zur Zuflucht zu kommen. Und das ist ihre Geschichte, und ja, trifft auch auf einen kleinen Jungen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich meine, das Cover sagt schon alles, muss ich sagen. Also mich spricht es auf jeden Fall sehr an, und deswegen haben wir es auch gleich mitgenommen und ja, werden es bald lesen. Sebastian Fitzek, der Insasse, Psychothriller von Drömer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es spiegelt so krass, ne? Es ist so weiß. Das ist ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall eine super tolle Ausgabe. Die gab es nicht überall. Und eine Freundin von uns hat die auch gesucht. Und ja, wir haben es irgendwo, ich glaube, auf einem Rasthof haben wir es. Genau, als wir aus Leipzig wiederkamen oder so. Oder von der Taktika, da haben wir das gefunden. Es fühlt sich super an. Es geht darum, vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Und nur der Täter weiß, was mit ihm geschah, doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Ja, und der Papa
Der will nun wissen, was passiert ist und lässt sich einweisen. Er muss selbst zum Insassen werden. Also, warum und weshalb und wie er das macht? Tja, dann oh, ein ganz schweres Paket haben wir geschickt bekommen. Also, nee, meine Freundin hat es gekauft. Genau. Drei Bände. Worum geht's? Eigentlich relativ einfach. Nein, eigentlich gar nicht. Es ist total schwer. Also, die zwei sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Freundin oder nicht sind, aber auf jeden Fall sind es Jugendliche und die werden darauf vorbereitet, ihr ganz persönliches Märchenabenteuer zu erleben. Die gestylte Sophie sieht sich als Prinzessin und mit besten Aussichten auf einen attraktiven Helden und ihr eigenbürgerliche Freundin Agatha kann nur ein Part als Hexe hoffen. Echt total. Ich finde es cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist natürlich auch ein Brocken. Aber ich finde es echt interessant. Kann auf jeden Fall lustig werden. Und dann haben wir hier geschickt bekommen: Sharon, wo niemand deinen Namen kennt. Und zwar der Viturianische Moment von Martina Nöth. Ja, und ich bin ja nun ein absoluter Sharon-Fan und freue mich wie Bolle darauf, endlich das zu lesen. Worum geht's eigentlich? Geht's darum, dass ja ein Typ, der liebt Actionfilme, liebt Aldi-Burger mit extra Röstzwiebelaroma und so weiter und mag nur unkomplizierte Aufträge. Und ja, leider ist jetzt der Punkt, er kriegt einen Auftrag und der ist nicht so leicht. Mehr dazu, wenn ich es gelesen habe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, mal gucken, wie es geschrieben ist. Und dann habe ich von Paul Tassi, Earthborn, und zwar eine ganze Reihe, die Söhne Soras, der ewige Krieg und die brennende Welt. Drei Bände. Ja, ich zeige euch die. Ich habe die gar nicht auf dem Plan, aber hört sich extrem cool an. Im Kurzen, es sind, ja, die Erde wird angegriffen von Aliens. Die machen die Erde auch relativ gut platt. Und die Menschen leben, aber es gibt noch welche, die leben auf jeden Fall. Und die Atmosphäre haben sie zerstört durch den Krieg, der da stattgefunden hat. Und jetzt dörrt alles aus. Die Pflanzen dörren aus, das Wasser ist weg. Und alles wird ganz schön heftig, sodass man eigentlich nicht mehr da leben kann. Ein junger Mann schafft es, ein Alien-Raumschiff zu finden. Aber natürlich sind halt nicht nur er daran interessiert, sondern mehrere. Und in den nächsten Bänden sind halt zwei an der Zahl, die es wohl geschafft haben. Die treffen auf eine andere Alienrasse, die in dem ewigen Krieg mit diesen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ist ja auch mal egal, die kämpfen mit denen. Und nun entscheiden die beiden sich halt, ja, Rache zu nehmen gegen diese extreme Alienrasse, die angegriffen hat. Und so weiter und so weiter. Und das zieht sich jetzt in diesen drei Bänden. Also hier scheint es wirklich echt was Cooles zu sein. Muss ich einfach mal reinlesen. Auf jeden Fall echt schick. So, dann kommen wir zu Die Krone der Dunkelheit von Laura Neidel. Schon wieder. Ein wirklich cooles Buch, muss ich sagen. Meine Freundin liest es jetzt gerade. Ich muss sagen, schon alleine die Idee ist schick. Und zwar, Magie ist in Torbia verboten. Ah nee, nicht Torbia. Tobria verboten. Doch Prinzessin Freya wirkt sie trotzdem. Vor Jahren wurde ihr Bruder nämlich entführt und seitdem versucht sie verzweifelt, ihn zu finden. Endlich verrät ihr ein Schutzzauber, nein, nochmal, ein Suchzauber, wo er sich aufhält. Ja, und nun geht die Action los. Parallel läuft aber auch, dass diese Wachposten, diese unsterblichen Wachen oder so, da will Kaelin rein. Und sie, eine sie, soll aber nicht, weil es gibt keine Frauen dort, wie so üblich. Aber sie ist richtig cool, sie möchte das machen, sie will es packen, sie will endlich mal was richtig Cooles, eine Wächterin werden, die erste Wächterin als Frau. Und ja, die scheint wirklich cool zu sein. Also hier ein Buch, wo ich sage, das würde ich auch gerne lesen. So, dann kommen wir zu Veit Etzold. Und zwar Staatsfeind.
Da war meine Freundin zur Lesung, zur Buchpremiere und ich konnte leider nicht. Sorry, ich musste leider arbeiten, Rollenspielabend mit meinen Kids auf Arbeit. Ich hätte ihn gerne wieder getroffen, weil Veit Ezzold ist ein wirklich cooler Typ. Und hier geht es wirklich um Deutschland. Also, finde ich, ist so ein bisschen außer der Reihe, weil sonst schreibt er schon ziemlich heftige Sachen, also mit Mord und so weiter. Hier geht es wirklich um Deutschland, um natürlich New York und so weiter und Anschläge eventuell in der Bundesrepublik Deutschland. Und also hier geht er wirklich auf diese, also richtig in die Politik rein in Deutschland und wühlt da ganz schön kräftig rum. Darum geht's eigentlich. Also es ist ein ehemaliger KSK-Soldat, Ivo Retzig, und der wird so versucht von einigen, in die gewissen Situationen, gewissen Schichten reinzudrücken, damit er was macht, was er gar nicht will. Und wer Bock darauf hat, sollte sich mal Staatsfeind anschauen, denn Veit Ezzold schreibt echt heftig. So, da waren wir auch nochmal in Leipzig, genau. Da gucke ich auf den Stapel und sehe Vedora von Markus Heitz. Das ist der zweite Teil, muss man dazu sagen. Und ja. Im ersten Teil tauchen ja die zwei Protagonisten auf. Ich weiß gar nicht, durch einen Zauber oder so werden die nach Vedora geschleudert, wissen eigentlich gar nicht, wo sie sind so richtig, was das für Viecher sind, und da leben sie nun. Und im zweiten Teil geht es nun weiter. Sie leben dort und der eine geht in die Unterwelt, mehr oder weniger, und wird da bekannt, und die andere wird ja eine der führenden Persönlichkeiten und soll nun was besser machen als die anderen. Und da gibt es natürlich Zwiespalt, aber es geht noch ein bisschen weiter. Also hier Markus Heitz wieder mit Vedora. Ich habe leider den ersten nicht zu Ende gelesen. Da ja unsere Wohnung verschimmelt war, musste ich das dann leider wegschmeißen, das Buch. Hier bin ich froh, dass ich wenigstens den zweiten Teil jetzt bekommen habe und hoffe, dass ich ihn irgendwann einmal lesen kann. So, jetzt muss ich mich nach vorne beugen. Entschuldigung. Wohin du auch gehst. Auch zwei Bände und von Liza Raven. Beide Bände. Ich werde immer bei dir sein, ist der zweite. Bad Romeo und Broken Juliet geht eigentlich darum, dass Ethan und Cassandra sind hier zwei, ja, eine Frau und ein Mann, die Broadway-Erfolg haben wollen. Und beide sind auf der Bühne und müssen jeden Tag eine Szene stellen oder beziehungsweise sich ineinander verlieben auf der Bühne. Und das passiert so packend, dass es wirklich heftig wird. Hinter der Bühne knistert's, weil eigentlich können sie sich nicht so richtig leihen und doch brauchen sie sich und mögen sich. Und beim zweiten Teil gibt es eine zweite Chance. Oder auch nicht. Puh, ich bin durch. Das ist echt ein Haufen Kram, der. Nein, Kram nicht. Coole Sachen natürlich. Aber es ist echt viel geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Für den Februar hätte ich das auch gar nicht erwartet, aber mittlerweile hat sich das so getürmt und dann gab es da noch was und da noch was. Und ja, ich muss jetzt erstmal aufhören. Ich muss was trinken, denn ich habe jetzt echt so lange gequatscht. Ich hoffe, das Video ist nicht, weiß ich wie lange. Ich denke schon. Entschuldigung dann dafür. Ich hoffe, es hat euch irgendwas davon gefallen oder ihr möchtet irgendwas, was wir schnell rezensieren. Dann schreibt uns das bitte in die Kommentare, weil dann gucken wir natürlich, dass wir das als erstes nehmen. Weil sonst, ja, bleibt es vielleicht mal den einen oder anderen Monat liegen, weil so viel Zeit haben wir leider auch nicht. Ja, gestern wurde ich dann angesprochen vom Brettspielgeschäft. Mensch, wie viel du deine Videos und so weiter, wie schaffst du das alles? Ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, letzte Woche oder jetzt die Woche, die wir jetzt haben, habe ich auch wirklich wenig gespielt, weil wir das Rollenspiel vorbereitet haben und so weiter und so weiter. Und dann, ja, muss man auch noch zwischendurch arbeiten. Und da kann es manchmal passieren, dass die Videos dann etwas kürzer werden. Aber da hat er zu mir gesagt, weißt du was, das macht dich menschlich. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre super. Und schreibt einfach was wirklich, damit wir wissen, was euch interessiert, was wir für euch rezensieren können. Auf jeden Fall. Bis dann.
Euer Tigurion.